Hallo ihr Lieben, in dem heutigen Video möchte ich zusammen mit euch eine Aufgabe zum exponentiellen Wachstum lösen. Und zwar geht es um eine Bakterienkultur, die sich immer weiter vermehrt. Eine Bakterienkultur besteht zu Anfang aus 1000 Bakterien. Die Anzahl der Bakterien verdoppelt sich jede Stunde. Und im Teil A geht es dann um Folgendes. Stelle die Anzahl der Bakterien nach T Stunden als Funktion der Zeit dar. Das hört sich jetzt irgendwie sehr kompliziert an. Wir sollen einfach nur eine Funktionsgleichung aufstellen, die unser Bakterienwachstum eben darstellt. Und da es sich hier um exponentielles Wachstum handelt, brauchen wir die Funktionsgleichung für exponentielles Wachstum. Die steht irgendwo bei euch in eurem Heft oder in eurem Buch. Es gibt sehr viele verschiedene Schreibweisen dafür, deswegen habe ich mich jetzt mal für eine davon entschieden, und zwar f von t ist gleich c mal a hoch t. Da gibt es aber ganz viele verschiedene Schreibweisen. Manche schreiben hier b0 mal a hoch t oder f von 0 mal a hoch t oder ganz andere Sachen. Da müsst ihr einfach gucken, wie die Formel bei euch eben steht. Aber letztendlich ist es immer eine Zahl hier vorne oder ein Buchstabe hier und dann so ein A hoch T oder B hoch T oder C hoch T oder keine Ahnung, irgendwas. Aber auch da ein Buchstabe hoch einem anderen Buchstabe. Auch mit X gibt es die natürlich. Gut, jetzt haben wir mal geklärt, dass wir alle wahrscheinlich unterschiedliche Buchstaben hier stehen haben. Aber die Bedeutung der Buchstaben ist bei uns allen gleich. Diese Zahl, die hier vorne steht, das ist unser Anfangswert von unserer Bevölkerung, also wie viele Menschen, wie viele Bakterien am Anfang unserer Zeitrechnung da waren. Das A, das hier jetzt bei dem hoch T steht, das ist unser Wachstumsfaktor, also wie sich unsere Bevölkerung vermehrt, wie stark. Das müssen wir dann schauen, ob das eine Aufgabe zu finden ist. Das T hier steht für die Zeit, das ist man ja gewohnt, Time eben. Und das f von t auf der anderen Seite, das steht eben jetzt hier für die Anzahl unserer Bakterien. Wie groß ist unsere Bevölkerung? So, und jetzt müssen wir mal alles sammeln, was in der Aufgabe dazu steht. F von t gleich. C haben wir gesagt, ist der Anfangswert. In der Aufgabe steht, zu Beginn oder am Anfang besteht unsere Bevölkerung aus 1000 Bakterien. Okay, dann kommt für das C schon mal die 1000 rein. Das A ist der Wachstumsfaktor. Da stand, die Anzahl der Bakterien verdoppelt sich jede Stunde. Also von einer Stunde auf die andere ist es mal 2, mal 2, mal 2. Das ist dann auch unser Wachstumsfaktor, der ist dann 2. Und das T bleibt natürlich, weil wir sollen ja in Abhängigkeit von der Zeit eine Funktion aufstellen. Und das ist sie. Damit haben wir die schon mal. Und gehen jetzt zu den anderen Aufgaben, Teil B. Wie viele Bakterien sind nach 2,5 Stunden und nach 180 Minuten vorhanden? Das sind zwei Aufgaben. Wir kümmern uns erstmal um die 2,5 Stunden. Das ist ja eine Zeit. Also das wird auf jeden Fall unser T. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das von der Einheit ist. In welcher Einheit haben wir denn gerade eben unser T gemessen, also als wir die Funktion aufgestellt haben? Da stand, die Anzahl der Bakterien verdoppelt sich jede Stunde. Also unser T, unsere Zeit, wird in Stunden gemessen. Gut, dann können wir ja die 2,5 Stunden einfach für T einsetzen und das ausrechnen. Also F von 2,5. Weil es ja in Stunden ist, wäre dann 1000 mal 2 hoch 2,5. Und wenn ihr das im Taschenrechner ausrechnet, kommt ihr auf 5656,8. Und es sind ja Bakterien, also so eine Komma-achte Bakterie gibt es ja nicht. Entweder es gibt 56 Bakterien oder 57 Bakterien. Und da die 57., also die 5657. Bakterie noch nicht da ist, also noch nicht hergestellt wurde sozusagen, würden wir abrunden. Also 5656 Bakterien sind nach 2,5 Stunden in meiner Bevölkerung da. Sehr gut. Und jetzt sollen wir noch als zweiten Punkt ausrechnen, wie viel wir nach 180 Minuten haben. Und da darauf achten, diese 180 können wir jetzt nicht einfach für das T einsetzen, weil unser T in Stunden gemessen wird.
180 Minuten, müssen wir dann also noch durch 60 teilen und dann kommen wir auf 3 Stunden. Und die können wir dann in die Funktion einsetzen. Also f von 3 ausrechnen, indem wir für das t also 3 einsetzen. Und wenn wir das dann ausrechnen, kommen wir auf glatte 8000 Bakterien. Also immer aufpassen, wie die Einheiten sind von den Sachen, die man ausrechnen muss, ob das passt mit dem, wie ich die Funktion eben aufgestellt habe. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Wann wird sich die Anzahl der Bakterien verzehnfacht haben? Die Frage nach dem Wann ist immer die schwierigste bei diesen Aufgaben, weil dann das T gesucht ist. Das ist ja unsere Zeit. Und so eine Gleichung nach T aufzulösen, da muss man den Logarithmus anwenden und der ist nicht ganz so beliebt normalerweise. Aber wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viele Bakterien dann da sein sollen. Und zwar soll sich die Anzahl der Bakterien verzehnfacht haben. Also im Vergleich zu ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatten wir also 1000 Bakterien. Jetzt soll sie sich verzehnfacht haben. Also 10 mal unsere 1000 wären 10.000 Bakterien. Die Frage ist also, wann haben wir 10.000 Bakterien? Dieses f von t, das haben wir ganz am Anfang gesehen, steht für die Anzahl unserer Bakterien. Und da kommen jetzt eben diese 10.000 rein, weil wir wollen ja wissen, wann diese 10.000 eben erreicht werden. Auf die andere Seite schreiben wir ganz normal unsere Funktion. Und jetzt lösen wir das nach t auf. Wir teilen zuerst durch 1.000, damit die rechte Seite einfacher wird, weil wir wollen ja irgendwie das t freischaufeln. Also durch 1.000. 10.000 durch 1.000 sind 10. Und rechts steht jetzt nur noch das 2 hoch t. Das t im Exponenten, habe ich eben schon erwähnt, kriegen wir da jetzt nur raus, wenn wir den Logarithmus anwenden. Und ihr könnt jetzt entweder den Logarithmus zur Basis 2 anwenden, weil hier die Basis 2 ist, dann verschwindet diese Basis sofort und das t steht alleine. Oder falls ihr sagt, nee, wir wenden irgendwie immer den ln an, könnt ihr das auch machen. Dann gehen wir mal den Weg durch. Wenn wir ln auf beiden Seiten anwenden, dann steht da ln von 10 auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde auch ln von dieser Seite stehen. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Das sieht eigentlich schlimmer aus als vorher. Aber es gibt ein Logarithmengesetz, das Folgendes besagt. Auf der rechten Seite, wenn wir so eine Hochzahl im Logarithmus haben, dann dürfen wir diese Hochzahl vor den Logarithmus schreiben. Also dieses t dürfen wir vorne dran schreiben und innen drin steht nur noch ln von 2. Das ist ja jetzt schon sehr praktisch, weil das t steht jetzt so gut wie alleine. Wir müssen nur noch durch ln von 2 teilen und dann sind wir fertig. Also, wenn wir das machen, dann steht das t auf der Seite alleine. Und auf der anderen Seite steht ln von 10 durch ln von 2. Ganz wichtig, das ist nicht dasselbe wie ln von 10 durch 2. Also kommt nicht auf die Idee, da irgendwas zu vereinfachen. Jeder ln muss für sich bleiben. Und wenn ihr das ausrechnet, kommt man dann auf 3,3 Stunden. Also nach 3,3 Stunden ist unsere Bakterienkultur auf 10.000 Bakterien angewachsen. So, sehr gut. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt so einen Einblick in das exponentielle Wachstum bekommen habt mit einer tollen Bakterienwachstumskultur. Und ja, dass ihr euch da jetzt ein bisschen wohler mitfühlt. Falls ihr aber Fragen habt, dann meldet euch gerne in den Kommentaren.